Ja, also ich glaube, ganz grundsätzlich ist es natürlich so, das kennen wir, glaube ich, alle, dass wenn man ein Hobby sehr reflektiert angeht und sich da so ein bisschen reinfuchst, dann steigen natürlich die Ansprüche, die man hoffentlich hauptsächlich an sich hat. Und vielleicht wird man so ein bisschen mitdenkender und einfühlsamer und kriegt auch ein offeneres Auge für das Pferd. Also ich denke mal, kann es vielleicht jeder nachvollziehen. Da, wo man sich vielleicht früher einfach draufgesetzt hätte und losgeritten wäre, hat man heute vielleicht so ein bisschen anderen Blick und andere Gedanken, was sicher gut ist, beziehungsweise super ist, aber was einen vielleicht manchmal auch einfach so ein bisschen handicapt. Also ich sag mal so dieses, dass man nur noch, also Nina hat Osteopathin gelernt für Pferde und hatte danach tatsächlich so eine Phase, wo sie gesagt hat, ich kann eigentlich gar kein Pferd mehr reiten. Also man guckt dann einfach manchmal sehr, sehr, sehr genau, das ist gut, aber es gibt halt auch einfach Sachen, da kann man mit leben oder man muss halt entscheiden, ist das okay, geht, ist das nicht okay, kann ich dieses Pferd reiten, kann ich dieses Pferd nicht reiten. Was kann ich als Mensch leisten, um dieses Pferd zu reiten? Oder wie gut bin ich, um das Pferd zu begleiten da drin, ne? Genau. Und zum Thema Tragen, ja, das Pferd ist halt, also es gibt so die Aussage, Pferde sind nicht zum Reiten gemacht. Der würde ich widersprechen, weil ohne Reiterei hätten wir die Pferde, die wir heute haben, nicht. Es gibt ja eine Zucht, die sich aufs Reiten spezialisiert hat, innerhalb von verschiedenen Rassen. Würde es das nicht geben, hätten wir kleine Przewalski und Koenigponys, da wäre ich dann raus, weil ich mitlaufen könnte. Also wir hätten natürlich Rassen, die wir heutzutage haben, haben wir nicht. Körperlich ist es tatsächlich so, dass ein Pferd natürlich nicht so optimalst erstmal gebaut ist, um Gewicht zu tragen. Da wäre ein Rind tatsächlich die viel bessere Variante, sind viel stabiler. Und dann haben wir noch das Problem, dass wir in den letzten Jahrhunderten die Pferde eigentlich immer weniger und weniger tragfähig gezüchtet haben. Also Stichwort Nackenplatte, Rumpftragemuskulatur, Lamina, Ansätze an den Wirbeln und so weiter. Das würde jetzt den Rahmen ein wenig sprengen, aber Tatsache ist es, dass es eben noch so Urpferderassen gibt, die muskulär ganz anders aufgestellt sind und viel besser tragen können, also ihren Brustkorb anheben können. Die Theorie, die man so ein bisschen hat, ist, so ein Pferd, da setzt man sich drauf, das kann auch mal ganz schnell sagen, pass mal auf, guck, dass du schnell wieder runterkommst, weil das halt auch viel Kraft hat. Und wahrscheinlich hat man in den letzten Jahrhunderten mit den devoteren Pferden gezüchtet und nicht mit denen, die die Reiter runtergebockt haben. Aber für die Reiter wäre es vielleicht effektiver gewesen für die Gesundheit der Pferde. Man hätte tatsächlich mit den Bockern gezüchtet und sich ein bisschen andere Herangehensweise überlegt. Aber Wobei es da natürlich auch wieder drauf ankommt, warum bocken sie, ja, ne? natürlich. Aber sei es drum, wir haben nichtsdestotrotz ja ganz tolle Pferderassen heutzutage. Und ich glaube aber dadurch, dass wir auch so unterschiedliche Typen haben und unterschiedliche Zuchtziele und Ideale, wird es halt auch immer schwieriger, Pferde auszubilden. Also Stichwort Mobilisierung von einem Pferd kann total sinnvoll sein. Wenn ich aber schon ein hypermobiles Pferd habe, kann es halt vielleicht auch total sinnvoll sein, dieses Pferd zu stabilisieren. Und um den Reiter, also mir ist es immer relativ wichtig, ich bin da oder wir sind da beide sehr offen. Das heißt, es gibt sicher ganz, ganz viele Möglichkeiten, ein Pferd auszubilden und es gibt auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, das Pferd zum Tragen zu kriegen. Aber ich sage mal, der kleinste gemeinsame Nenner sollte immer aktuelle Wissenschaft sein. Also was einfach nachgewiesen ist und auch zweifelsfrei nachgewiesen ist. Wissenschaft ist immer These und also Hypothese und Gegenthese. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich Sachen, die sind einfach mittlerweile zweifelsfrei nachgewiesen. Und hatten wir ja auch in den Punkten, da gibt es eben so Geschichten, dass das Pferd zum Beispiel im Bodengegendruck messbar kein Gewicht auf die Hinterhand verlagert, wenn das denn ausgebildet ist. Also wenn ich jetzt Wagen auf den Boden stelle und ich messe den Bodengegendruck der Hufe des Pferdes zum Boden bei einem unausgebildeten und bei einem ausgebildeten Pferd, dann werde ich nur sehr marginale Unterschiede feststellen. Das heißt, dieses Gewichtsverlagern auf die Hinterhand, was wir ja alle kennen und auch suchen, ist physikalisch auf jeden Fall schon mal nicht existent. Was aber passiert und was man natürlich dann als Gefühl als Reiter mitnimmt, dass das Pferd im Endeffekt durch seine Rumpftragemuskulatur, thorakale Muskelschlinge, Rumpfträger, wie auch immer, am wichtigsten ist da der Serratus zu nennen, sind noch ein paar weitere beteiligt, aber seinen Brustkorb zumindest, nachdem wir uns draufgesetzt haben, erstmal wieder auf neutral Null anheben kann. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein Pferd, was vielleicht 1,60 ist, packe da einen Sattel drauf und einen Reiter.
Auch wenn der Reiter hoffentlich relativ leicht ist und jetzt vielleicht nicht der superschwere Sattel, wird das Pferd trotzdem erstmal, wenn es nicht ausgebildet ist, 1,58 groß sein, Widerrüstmaß. Und wenn ich jetzt in der Lage bin, wenn das Pferd vorher zumindest keine Trageschwäche hatte und grundsätzlich gesund ist, es wieder auf seinen neutralen Null zu bringen, dass es wieder 1,60 groß ist, dann habe ich schon mal 2 Zentimeter Federweg durch die Rumpftragemuskulatur. Und wenn ich es gut mache und einen guten Job mache und mit dem Pferd, dann kriege ich dieses Pferd ja vielleicht auch irgendwann 1,61 oder 1,62 groß. Das heißt, das Pferd hebt den Brustkorb an, im vorderen Bereich bitte, nicht hinter dem Sattel, also kein Kotzenbuckel, sondern zwischen den Schulterblättern, und macht sich dadurch groß und kann dadurch im Endeffekt den Reiter verschleißfrei oder sehr verschleißarm, was ist schon verschleißfrei, aber sagen wir mal mit minimalsten Verschleiß hoffentlich ein Leben lang gesund durch die Weltgeschichte tragen. Ja? Jetzt ist das natürlich gar nicht so einfach, weil das Tolle daran ist, ansonsten wäre Reiten, glaube ich, auch langweilig, aber manchmal auch das Frustrierende, es gibt halt kein Knöpfchen. Also ich kann nicht irgendwo an irgendeinem Punkt hindrücken und kann sagen, zack, Brustkorb nach oben, sondern im Endeffekt muss das die Entscheidung des Pferdes sein. Und es geht im Endeffekt darum, Energien zu lenken, zu leiten, zu bündeln und zu zentrieren. Da kommt dann wieder dieses Wort gerade Richtung, was wir ja alle kennen, mit rein, sodass das Pferd im Endeffekt seitwärts, also lateral, keine Energien verliert. Es schiebt mir nicht mehr auf eine Schulter, es schiebt mir nicht mehr mit der Hinterhand irgendwo hin, es überbiegt sich nicht im Hals, sondern es lässt im Endeffekt die Energie von hinten bis nach vorne über die Wirbelreihe ganz zentriert, ganz mittig durch. Und dann ist sozusagen das Heben des Brustkorbs die logische Folge, beziehungsweise ja, die Alternative, die das Pferd dann hat. Aber ich kann es dazu, gibt es keinen Punkt, den man irgendwie drücken kann. Und selbst wenn man wollen würde, was wir aber auch nicht wollen, gibt auch, wir können es auch nicht zwingen. Also alles, was wir da mit Zwanginstrumenten oder Zwangsausbildung mit reinbringen, hat im Endeffekt den gegenteiligen Effekt. Weil das Blöde ist oder das nicht so coole ist, das Pferd kann den Brustkorb natürlich nicht nur nach oben anheben, es kann ihn auch nach unten durchsacken lassen. Und das ist dann. Und das kann es tun, ob es den Kopf oben oder ob es den Kopf unten hat. Das spielt nicht so sehr dabei die Rolle, wo der Kopf ist. Ja, das kann er in Extremfällen in beide Richtungen tun. Also. Und das ist dann halt eine ganz fatale Geschichte. Und um diese Energie mittig zentrieren zu können, müssen wir im Endeffekt das Pferd erstmal gleichseitig machen. Also ich weiß nicht, kennt ihr wahrscheinlich alle, habt ihr wahrscheinlich alle schon gehört, also Sprichwort Wirbelsäulenrotation, dass das Pferd eben auf beide Seiten gleichmäßig beweglich ist. Im Endeffekt könnten wir so ein bisschen sagen, wenn wir es mit Menschen vergleichen, dass wir uns selber trainieren, gleichzeitig vielleicht am besten mit den Füßen und den Händen einen Aufsatz zu schreiben und danach dasselbe Schriftbild auf allen 4 Aufsätzen sehen. Ein Graphologe würde immer noch sagen, das ist damit geschrieben, das ist damit geschrieben. Der sieht das sofort, aber ich sag mal, der Laie sieht es nicht mehr. Aber da kann man mal sehen, was das für eine Riesenaufgabe ist. Klar. Also das ist nichts, was man mal eben machen kann, sondern was wahnsinnig viel Ausdauer, Geduld und Spucke braucht. Bei Menschen und auch für die Pferde. Genau. Wenn wir bestimmte Dinge verlangen wollen von denen, dann sollten wir uns auf den Weg tun und das verantwortungsvoll tun. Ja. Und es gibt eben Pferde, die machen es einem leichter. Die sagen, sehr gerne, können wir ausprobieren. Weil gehen das schon mit, ne? Der Witz an der Geschichte ist, am Anfang ist das für ein Pferd eigentlich ist das für ein Pferd eine relativ schwierige Geschichte. Vielleicht mal kurz als Beispiel, Rumpf anheben, tragen heißt im Endeffekt, wenn ihr euch einen Hengst in der freien Natur im Imponiergehabe anguckt, das möchtet ihr beim Reiten haben, aber ohne Stress und ohne Adrenalin, also in Losgelassenheit, die der Hengst ja definitiv bei den Stuten in der freien Natur nicht unbedingt aufweist. Und jetzt wird es halt ein bisschen tricky. Und es gibt Pferde, die bieten sich da an und sagen, ja, können wir gerne machen. Und es gibt Pferde, die sagen, nee, ich habe da eine andere Bewegungsidee. Warum auch immer, vielleicht von sich aus schon oder weil sie irgendwie mal was anderes gelernt haben. Das ist die eine Schwierigkeit, die wir dabei haben. Und da müssen wir halt gucken, wie können wir diesen unterschiedlichen Pferden helfen, mit welcher Idee, mit welchem System von diesen 298.000, die es denn da drauf gibt.
die echt oft überfordernd sein können, ja. Ja, aber die ja auch teilweise ineinander greifen, das ist ja gut. Also ich meine, Pferd ist ein Pferd und Biomechanik, Tensegrität ist ja im Endeffekt erstmal, solange keine Handicaps da sind, bei allen Pferden grundsätzlich gleich. Der Witz an der Sache ist, wenn das Pferd seine Rumpftragemuskulatur benutzt, dann komme ich mehr in Tensegrität bzw. in tensegrale Bewegungen. Das heißt, es wird viel mehr Energie im Bodengegendruck in Sehnen und Faszien abgespeichert, die dann ohne starke Muskeltätigkeit wieder nach vorwärts, aufwärts entlassen werden kann. Wohingegen, wenn das Pferd stark noch in der Muskulatur, das muss es am Anfang, da ist es halt anstrengend, an der Muskulatur arbeiten muss, ist das natürlich eine anstrengende Geschichte. Wenn es aber irgendwann versteht, dass es das praktisch in seiner natürlichen Tensegrität tun kann, ist das ein... Wie ein junges Fohlen, ne? Genau. Wenn es anfängt zu spielen dann, und sich entdeckt. Dann ist das ein Bewegungsmuster, mit dem das Pferd viel ermüdungsfreier einen Reiter gesund tragen kann. Weil der Witz ist, Sehnen und Faszien ermüden nicht. Die können nur austrocknen, wenn ein Sattel beispielsweise nicht passt. Muskeln sind relativ schnell müde. Also das wisst ihr wahrscheinlich alle, wenn ihr euer Pferd mal über Muskelarbeit, keine Ahnung, 20 Sekunden geritten habt, 30 Sekunden, dann brauchen die wieder Pause. Dann muss der Muskel sich wieder aufladen. Das dauert ein bisschen. Ansonsten übersäuert er. Und es ist natürlich auch immer... ein zeitliches Limit gesetzt, das kann ich auch nicht ewig machen. Also wenn ich 3x20 Wiederholungen mit Hanteln gemacht habe, dann weiß ich danach, was ich getan habe, dann kann ich nicht nach einer halben Stunde wieder 3x20 Wiederholungen machen. Das funktioniert halt.